Hallo, mein Name ist Thomas Bernhard und in diesem Tool-Video möchte ich euch den Dienst Trello näher vorstellen. Trello ist im Gegensatz zu den klassischen To-Do-Listen doch eher eine größere Variante, um ja Projekte quasi zu verwalten. Das heißt, man kann zwar auch so die Tag-zu-Tag-To-Dos dort einpflegen, aber es geht wirklich eher darum, bei Trello im Team zu arbeiten oder wirklich große Projekte zu verwalten, wie zum Beispiel eine Abschlussarbeit, Bachelorarbeit, Masterarbeit oder bei mir meine Promotionsvorhaben, das darin zu verwalten. Das möchte ich euch heute genauer vorstellen. Das heißt, ich werde euch zunächst einmal ein paar Grundfunktionen von Trello zeigen und dann direkt an Beispielprojekten mal zeigen, wie ich Trello verwende. Wir gehen hier einfach mal auf Trello, trello.com, schauen uns mal bei der Tour an, was da so von Trello selber als die Features dargestellt wird. Klar, das Projektmanagement, dafür ist Trello aufgebaut worden. Das heißt, man hat ein großes Board, legt man sich an für ein Projekt, wie zum Beispiel hier das Umsortieren oder Umbauen der Küche und fängt dann an, einzelne Listen zu machen, was muss gemacht werden, was sind Ideen, wo sind wir gerade dabei, was ist erledigt. Solche Listen legt man sich an und auf diesen Listen hat man verschiedene Karten. Wie das genau zu handhaben ist, diese Karten zeige ich euch dann gleich live in einem meiner Boards. Genau, das sind hier sozusagen die einzelnen Karten. Die kann man editieren, man kann sie versehen mit Checklisten, man kann sie mit Anhängen versehen, man kann sehen, welche Aktivitäten auf solcher Card durchgeführt werden, man kann Label anbringen, man kann gemeinsam mit Projektpartnern daran arbeiten und so weiter. Das ist sehr, sehr umfangreich, zeige ich euch gleich live. Ansonsten, was gibt es hier noch? Checklisten wird angezeigt, Attachments, man kann Label anlegen, genau, all diese Funktionen sind sehr, sehr spannend. Außerdem kann man zusammenarbeiten, klar, keines der Web 2.0 oder Social Media Dienste preist es an, dass man es nur alleine nutzen kann. Das Web 2.0 lebt von gemeinsamen Arbeiten, kollaborativen Arbeiten und das ist natürlich auch hier möglich. Und da merkt man auch schon, dass es von vornherein eher auf mehr Leute, auf größere, umfangreiche Projekte ausgelegt ist und daher vielleicht eher sowas ist, wenn man ein Referat vorbereitet, die einzelnen Schritte da abbilden möchte oder gemeinsam an einer Hausarbeit schreibt, dann ist es tatsächlich ein Dienst, den man sich mal anschauen kann im Studium, um ihn dann genauer einzusetzen. Genau, das soll sozusagen als groben Überblick ausreichen zu Trello. Ich würde sagen, ich switche mal in mein eigenes Trello. Ihr könnt euch selber einloggen bei oder einen Account anlegen bei Trello, indem ihr hier einfach eine E-Mail-Adresse angebt oder euch mit eurem Google-Account einloggt. Ich habe das genauso gemacht, deshalb gehe ich mal hier auf Login und logge mich mit meinem Google-Account an. Das heißt, ich bin hier in diesem Browser schon mit meinem Google-Account eingeloggt gewesen. Deshalb kann ich hier, seht ihr mein Icon, direkt auf meine Boards switchen. Ich habe jetzt hier drei Boards. Das ist einmal das Board, was ich in meinem Team mit meinem Chef sozusagen austausche und mit meinen Kollegen. Dann habe ich hier eins für ein Projekt, und zwar ein anderes Fortbildungsangebot für Lehrer und Lehrerinnen. Das nennt sich eTeacher. Da greife ich zu, aber auch studentische Hilfskräfte, die Projektpartner. Und natürlich mein großes schriftliches Projekt, und zwar meine Promotion. Das ist ein anderes Board. Ich würde mal zeigen, das sind sozusagen zwei unterschiedliche Projektarten, die ich verwende. Zum einen für meine Ausarbeitung. Und zwar seht ihr hier einzelne Listen. Die Listen entsprechen hier einzelnen Kapiteln meiner Dissertation. Und so könnte man sich das auch für eine Masterarbeit oder Bachelorarbeit vorstellen und kann, so habe ich es zumindest jetzt verwendet, für jede einzelne Liste oder innerhalb jeder einzelnen Liste kann man sich Karten anlegen. Meine einzelnen Karten entsprechen hier den Kapiteln. Für jedes Kapitel sind sozusagen einzelne Schritte zu erledigen und ich kann diese Karten mit verschiedenen Labels versehen, damit ich sehe, wie weit die sind, fortgeschritten sind, was ich noch zu erledigen habe. So sieht man hier zum Beispiel, ich greife hier mal einfach eine Karte auf, Medienkompetenz. Da sehe ich, mehr als 75% sind schon geschafft. Das heißt, dieses Label habe ich selber definiert und habe das hier hinzugefügt. Ich habe hier eine To-Do-Liste, was ich zu erledigen habe noch, wie zum Beispiel eine LaTeX überführen. Man sieht hier, was ich bereits auf dieser Liste oder dieser Karte getan habe. Ich kann ansonsten noch hinzufügen, ich kann ein Due Date, also einen Stichtag hinzufügen. Das habe ich bereits gemacht, das ist der 23. Mai. Bis dahin soll diese Karte erledigt sein. Ich kann
weitere Mitglieder hinzufügen. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel meinen Betreuer hinzufügen. Carsten Wolf kann ich hier zu dieser Liste hinzufügen, um ihm zum Beispiel zu sagen, dass er in das ein oder andere Kapitel mal reinschaut und mir Feedback gibt. Ich kann noch weitere Checklisten hinzufügen, aber auch Anhänge. Anhänge finde ich ganz spannend, weil man kann neben normalen Textdokumenten, die man einfach vom Rechner hochlädt, auch Google-Texte und Tabellen hinzufügen. Das heißt, ich kann hier auf Google Drive zurückgreifen, sogar auf Dropbox oder auf Box und kann direkt Dokumente auswählen. Das heißt, wenn ich hier auf Google Drive gehe, kann ich sagen, okay, bitte Trello möchte ich akzeptieren, dass das auf meine Daten zurückgreift. Und dann kann ich hier sagen, welches der Dokumente soll denn damit verlinkt werden. Das hatte ich schon gemacht. Wie man hier sieht, ist das Medienkompetenzdokument hier direkt verlinkt und so kann ich das direkt aufrufen aus dieser Karte heraus und kann in das Dokument schauen und das weiter bearbeiten. Genau, das ist sozusagen eine Karte. Die läuft sozusagen für mich ab. So habe ich das hier in meinem schriftlichen Projekt verwendet. Hier sieht man verschiedene Meilensteine, jetzt habe ich auch eine extra Liste und so kann ich theoretisch noch weitere Listen anlegen und jede einzelne Liste setzt sich zusammen aus einzelnen Karten. Diese Karten kann ich, wie gesagt, zuteilen auf bestimmte Personen und man kann auch Filter einsetzen. Ich habe ja hier zum Beispiel diese Label gesetzt und so kann ich zum Beispiel sagen, wenn ich hier das Menü mit anklicke, dass ich die Karten filtern will und zum Beispiel nur die anzeigen, wo weniger als 25% geschafft sind. Und dann reduziert sich das Ganze und dann sehe ich nur noch, okay, da sind tatsächlich noch einige Kapitel, die noch einer starken Überarbeitung bedürfen. Oder ich kann es auch auf bestimmte Personen reduzieren und kann jetzt sagen, okay, zeige mir nur Karten an, wo beides erfüllt ist und kann das dann herausnehmen. Oder ich kann auch sagen, was ist denn als nächstes notwendig, also nächste Woche, was ist in einem Monat notwendig und so weiter. Was hier auffällt ist, das hier sind Labels, die habe ich selber definiert. Das ist auch das Einzige, was Deutsch ist sozusagen. Der Rest des Dienstes ist einfach Englisch. Damit muss man sich anfreunden, aber ich denke mal, alle von Ihnen können Englisch, von daher sollte das keine große Hürde sein. Ich würde jetzt nochmal, damit das Video auch nicht zu lang wird, nochmal auf ein anderes Board switchen, und zwar das eTeacher Board. Auch ein Board, was ich sozusagen angelegt habe, um Ihnen einfach noch eine andere Funktion zu zeigen, und zwar das Zuweisen von Karten. Und zwar kann man in solch einem Projekt schön auch ja, gemeinsam arbeiten. Man sieht hier, dass es unterschiedliche Personen sind. Also hier, klar, das ist immer mein Icon. Da bin ich sozusagen für diese Karten verantwortlich. Aber ich habe hier für die einzelnen Karten auch andere Leute hinzugewiesen. Und wir haben es in dem Projekt tatsächlich so gehandhabt, dass wir ausschließlich über Trello kommuniziert haben. Das heißt, wir haben hier die einzelnen Module abgelegt, das was sozusagen die Projektphasen waren. Und die einzelnen Episoden, die in diesem Projekt erstellt werden sollten, habe ich einfach angelegt. Und die jeweiligen Personen, die das erledigen sollten, wurden auf diese Karte hinzugezogen. Also ich habe die einfach per Drag and Drop dann draufgezogen. Genau, so haben alle Karten Verantwortlichkeiten. Man kann einzelne Teilschritte Personen zuweisen. Das ist sehr praktisch. Und wenn man größere Projekte hat, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Ansonsten haben wir uns hier auch so diese Standardlisten angelegt. Was muss gemacht werden? Was ist sozusagen gerade in der Tour? Was wird gerade gemacht? Und was ist bereits erledigt? Und so kann man auch relativ schnell sehen, wer arbeitet denn bei was? Wer macht irgendwo etwas? Und ansonsten sieht man das dann auch. Ich habe das ja eben schon mal gezeigt mit den Filterfunktionen, Filtercards. Und dann kann ich hier einzelne Personen aufrufen und sehe genau, was diese einzelne Person, auf welchen Karten diese Person ist. Kann dann sozusagen schnell überblicken, wer macht denn was und ist wie ausgelastet. Genau, dann gibt es noch die Kalenderfunktion. Auch das ist ganz spannend. Allerdings bei mir jetzt hier in diesem Kalender nicht viel zu sehen. Da muss man, glaube ich, nochmal zurückwechseln in das andere Board von der Liz. Da sind tatsächlich auch, hier muss ich mal den Filter ausmachen. Und wenn ich da in den Kalender gehe, sieht man tatsächlich auch, okay, da sind ein paar Deadlines gesetzt, bis wann irgendetwas gemacht werden muss. Und dann kann ich hier dann einfach in dieser Woche aufrufen, was ist denn da zu machen. Genau. So viel zum Thema Trello. Ein kleiner Einblick in meine privaten Boards und so wie ich das sozusagen verwende in schriftlichen großen Projekten, aber auch in Projekten, wo einfach einzelne Daten eingehalten werden müssen oder Termine eingehalten werden müssen, wo mehr Personen dran arbeiten. Ich denke, Trello ist tatsächlich für solche Projekte oder größere Projekte sehr gut geeignet. Wenn ihr selber euer Projekt ausgewählt habt im E-Study-Seminar, was weiß ich, die Abschlussarbeit, dann solltet ihr meines Erachtens auf jeden Fall Trello mal einen Blick auf Trello
riskieren und versuchen, mit diesem Dienst zu arbeiten. Ich kann es euch auf jeden Fall nahelegen und es würde mich sehr interessieren, wenn ihr in euren Blogbeiträgen eure Erfahrungen schildert oder hier auch direkt bei YouTube als Kommentar, wie ihr zufrieden seid mit Trello, was ihr euch dann noch wünscht, wie gut ihr damit zurechtkommt, welche Vor- und Nachteile ihr sozusagen habt. Ich persönlich finde Trello sehr, sehr gut, was zwar keine App für den Mac oder für Windows hat, aber immerhin Apps für das iPhone, für Android-Geräte. Von daher ist das sicherlich auf diesen Geräten kann man sehr, sehr praktisch auch damit arbeiten. Ansonsten ist das eine Anwendung, die man, wenn man auf dem Notebook arbeitet, tatsächlich immer nur im Browser betreiben kann. Deshalb ist es bei mir auch in der Lesezeichenliste hier mit T gekennzeichnet, rufe ich meine Trello-Boards direkt auf. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auch hier hoffe ich natürlich wieder, es war nicht ganz so lange dieses Video oder zumindest ausreichend informativ. Wir hören uns in einem der nächsten Tool-Videos. Bis dahin viel Spaß weiterhin mit eStudy. Bis bald.